Willkommen zu meinem ersten Star Wars Armada Video. In dem Video möchte ich über Admiral Akbar sprechen und warum der meiner Ansicht nach der stärkste Rebellenadmiral ist, beziehungsweise ja, warum der vielleicht auch ein bisschen zu stark ist. Und bevor wir jetzt auf die Rebellen tatsächlich eingehen, will ich erstmal kurz auf die Imperiumsflotten eingehen. Und zwar, bevor wir uns ja Gedanken machen, wie wir eine Rebellenflotte bauen, müssen wir uns erstmal unseren Feind angucken, beziehungsweise was wir da ungefähr zu erwarten haben. Und zwar ist es halt einfach so, dass die Imperiumsflotte überwiegend aus Sternzerstörern besteht. Und diese Sternzerstörer, da gibt es zwar ganz viele verschiedene Modelle, aber die haben im Grunde genommen drei große Sachen gemeinsam. Und zwar ist es zum einen die große HP-Anzahl, die die alle haben. Also der hier hat zum Beispiel 11 Hüllen-HP und dann noch Schilde wirklich ganz massiv. Also wenn man den jetzt zum Beispiel von vorne zerstören möchte, hätte man 4 plus 3 plus 3, weil der hat ja 2 Redirects, dann kommen wir auf 10 plus 11, dann müsste ich von vorne 21 Schaden machen, um den zu zerstören. Also das wäre wirklich ganz, ganz massiv. Was dazu führt, dass ihr einfach viel Feuerkraft braucht, um so ein Ding zu zerstören. Dann das nächste. Die haben alle eine extrem starke Frontbewaffnung. Sprich, ihr wollt gegen so einen Sternzerstörer niemals frontal antreten, weil der selbst mit zwei Salven so Mon Calamari aus der Luft pflückt, beziehungsweise ganz, ganz schwere Schäden eben verursacht. Da könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr versucht, gegen die frontal vorzugehen. Und der Rückschluss aus dem ist dann unser Punkt Nummer 3, die schwache Seiten- und Rückbewaffnung von diesen Dingern. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwachstelle von diesen Sternzerstörern, wie ihr eben ja an die rankommen könnt. Und da ziehe ich jetzt ein paar Schlüsse raus, und zwar einfach die, dass wenn ihr so einen Sternzerstörer zerstören wollt, dass ihr von der Seite und von hinten an den ran müsst und insbesondere auf große Entfernung Feuer austauschen müsst. Weil, wenn wir uns das mal angucken, der hat ja hier zwei rote Würfel und zwei blaue. Sprich, wenn ich den auf Medium Range engage, dann wird er mir immer noch mit vier Würfeln entgegenschießen, während ich, wenn ich den auf Long Range angreife, nur noch mit zwei Würfeln zu rechnen habe. Und das ist dann, denke ich, wirklich vertretbar. Also zwei Würfel, also das kann man schon noch aushalten. Insbesondere kann man ja mit dieser Evade-Fähigkeit einen der Würfel dann ausschalten, falls es irgendwie ein doppelter Schaden oder sowas sein sollte. Genau. Also wie gesagt, auf Long Range und von der Seite und von hinten muss man den ran. So, jetzt wo wir das wissen, also ist es klar, ist es nur bei diesem einen Modell so, dass der jetzt halt viel, viel an der Seite hat, aber man kann insgesamt für die ganzen Sternzerstörer eben diese drei Aussagen treffen, dass sie vorne eine wesentlich bessere Bewaffnung als an der Seite haben. Und die Imperiumsflotten, die werden immer ungefähr so aussehen, dass sie halt gegen ein oder zwei Sternzerstörer und mit irgendwelchen kleinen Vieh dazu, ob das jetzt Korvetten oder Schwadronen sind, gegen einen Sternzerstörer werdet ihr in aller Regel immer antreten müssen. So, das also zu diesen Geschichten, zu den Sternzerstörern. Jetzt, wo wir das wissen, gucken wir uns die Rebellenflotte an und was wir mit denen machen können, um quasi die Schwächen der Sternzerstörer auszunutzen. Wie gesagt, Schwäche der Sternzerstörer ist die Seit- und Rückbewaffnung, die versuchen wir auf Long Range zu bekämpfen, damit wir quasi nicht so viel Schaden dabei nehmen. Jetzt habe ich die Rebellenschiffe in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die Schiffe, die eine stärkere Seitenbewaffnung haben als Frontbewaffnung und einmal die eine stärkere Frontbewaffnung haben als eine Seitenbewaffnung haben. Okay, jetzt müssen wir uns also entscheiden, ob wir eine Seitenbewaffnung oder eine Frontbewaffnung haben wollen, um an die Seite von diesen Schiffen ranzukommen. Und da will ich euch eine kleine Zeichnung zeigen, die werde ich jetzt geschwind anfertigen. Und zwar tun wir einfach mal so, dass wir hier einen Sternzerstörer hätten. Und dieser Sternzerstörer, der fährt einfach geradeaus auf unsere Flotte, die hier hinten irgendwo sich befindet, zu. So. Der Sternzerstörer, wir haben ja schon gesagt, frontal dürfen wir nicht an den ran, weil der hier frontal alles zerpflückt. So. Sprich, wir müssen von der Seite an den ran. Und jetzt haben wir ja, wie gesagt, zwei verschiedene Schiffstypen, die das machen könnten. Einmal Schiffe mit einer starken Frontbewaffnung und einmal Schiffe mit einer starken Seitenbewaffnung. Gucken wir uns mal kurz an, wie das aussehen würde, wenn ein Schiff mit starker Frontbewaffnung da dran fährt. Und zwar, wie gesagt, wir kommen von der Seite. Das kommt irgendwie so angefahren. Und hier kann es seinen ersten Schuss abgeben. Mit sehr starken Frontbewaffnung auf die Seite des Sternzerstörers. Und feuert er einmal zurück. Und es ist ja so, dass diese Schiffe hier alle, die eine starke Frontbewaffnung haben,
einen Speed von 3 oder 4 haben. Und den müsst ihr auch haben, weil ihr ansonsten, weil sich der Sternzerstörer sonst einfach eindrehen könnte. Sprich, ihr müsst da mit einer hohen Geschwindigkeit ran, euren Schuss abgeben, und wenn ihr den Schuss abgegeben habt, müsst ihr euch danach noch bewegen. Sprich, wir werden danach noch weiterfahren, irgendwie sowas, damit wir nicht in den Reihen rumsen. Und dann haben wir halt danach nur noch die Möglichkeit mit unserer Seitenbewaffnung, weil die ist ja dann so ausgerichtet, die Frontbewaffnung, wie starke. Danach können wir nur noch mit unserer schwächeren Seitenbewaffnung auf den Sternzerstörer schießen. So, das heißt, wir können, wenn wir mit einer starken Frontbewaffnung kämpfen, tatsächlich nur ein, vielleicht maximal zwei hier hinten noch, Schüsse auf die Seitenpanzerung des Sternzerstörers abgeben. Upsala. Machen wir den nochmal kurz hin. Jetzt gucken wir uns an, wie das aussieht, wenn wir ein Schiff mit starker Seitenbewaffnung haben. Da versuchen wir ja immer dann möglichst die Seitenwaffen auch zum Gegner zu zeigen. Das heißt, ich würde das ungefähr so fahren, mit Blickrichtung quasi dahin. Und wenn wir ein Schiff mit starker Seitenbewaffnung haben, können wir quasi zu jedem Zeitpunkt hier, während wir da drum rumfahren, mit unserer Seitenbewaffnung die stärkste Salve, die unser Schiff zur Verfügung hat, auf den Sternzerstörer abgeben, wohingegen, wie gesagt, die starke Frontbewaffnung nur ein, vielleicht maximal zweimal ihre stärkste Bewaffnung einsetzen kann, wenn wir so einen Sternzerstörer umkreisen. So, jetzt haben wir also festgestellt, dass die Seitenbewaffnung, wenn die stärker ist als die Frontbewaffnung, uns das einen Vorteil bringt. Okay, und jetzt kommt Admiral Akbar ins Spiel. Was Admiral Akbar macht, ist, herrje, das springt er die ganze Zeit zurück, ich weiß nicht warum. Admiral Akbar bufft die Seitenbewaffnung eurer Schiffe um zwei rote Würfel, wenn ihr euch in dieser Runde dafür entscheidet, nur mit eurer Seitenbewaffnung zu kämpfen. So, der bufft also das, was sowieso schon stark ist bei den Schiffen. Wir könnten jetzt also aber auch sagen, wenn wir nur die Seitenbewaffnung nehmen, dass diese Schiffe, die eben schon eine stärkere Seitenbewaffnung als Frontbewaffnung haben, tatsächlich die beste Wahl wären. Das wäre so der erste Schluss, den man vielleicht ziehen könnte, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich will euch erklären, warum. Und zwar, der Sternzerstörer hat ja einen Speed von 3, manche haben nur 2, aber ihr versucht halt immer möglichst mindestens den gleichen Speed wie der Sternzerstörer zu haben, wenn nicht besser im Idealfall. Also der Idealfall ist halt, dass ihr beweglicher seid als der Sternzerstörer, um eben immer hinter ihm bleiben zu können. Und da können wir eigentlich bloß zwei Schiffe so wirklich richtig für nehmen. Und zwar sind das die Schiffe mit 4er Speed oder mit 3er Speed. Also, ja gut, sind nicht nur zwei, sind tatsächlich schon mehr. Das sind zum einen die hier, diese Nebulon-Fregatten. Dann hätten wir diese Scout-Fregatten, diese Assault-Fregatten und die Korvetten. Die Mon Calamari sind dazu meiner Meinung nach nicht geeignet, weil die halt einfach nur einen Speed von 2 teilweise haben oder einen 3er-Speed. Und wenn sie einen 3er-Speed haben, dann sind sie nicht besonders beweglich. Wenn wir uns das mal anschauen. Oh, der muss hier rüber, sehe ich gerade. Wenn wir uns das mal anschauen, die eine starke Frontbewaffnung haben, die haben tatsächlich nur wenige Drehungen. Und können damit, haben auch, wie gesagt, eine schwache Seitenbewaffnung, können deswegen auch, wenn dann nur frontal gegen so einen Sternzerstörer antreten. Da haben wir ja schon festgestellt, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist. So, das also dazu. Wir können also nur auf diese Schiffstypen hier oben zurückgreifen. Die Mon Calamari sind also nicht dazu geeignet, um diese Flankenmanöver auszuführen. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Mit hohem Speed sind die hier nicht mehr besonders beweglich. Sprich, die würden, wenn hier der Sternzerstörer ist, immer nur fähig, eine sehr, sehr große Kurve zu sein. Und der bewegt sich ja auch nach vorne. Das heißt, die können wahrscheinlich maximal hier noch eine Salve abgeben, vielleicht hier noch, aber spätestens hier unten sind sie dann außer der Reichweite, wenn der dann hier oben steht, der Sternzerstörer. Die fallen also auch schon wieder so ein bisschen raus. Dann haben wir diese Assault-Fregatten. Die haben bei hohem Speed die Möglichkeit, also bei einem 3er Speed die Möglichkeit, sich zweimal einzudrehen, und haben eine relativ starke Seitenbewaffnung mit einer Bewaffnung von 3 Punkten. Die sind also gut geeignet, um so ein schönes Flankenmanöver bei diesem Sternzerstörer zu fahren. So, was kosten die? 70 bzw. 80 Punkte. Der hier hat einfach für diese paar Punkte, die ihr mehr habt, hat er einfach noch ein paar Geschütze mehr, ein paar Kanonen mehr, ein bisschen mehr Flak und ein bisschen bessere Front- und Hinterbewaffnung, die wir aber nicht brauchen. Ergo könnten wir dieses 70er Modell verwenden, und der hat auch ganz vernünftige Verteidigungsmechanismen. Also der 70er
ist definitiv eine gute Option. Wenn wir uns mal überlegen, in Kombination mit Akbar könnten wir davon 4 Stück ungefähr spielen und noch ein paar Schwadronen dazu. Und dann würden wir aus Akbar 8 Würfel dazu nehmen, weil 4 mal 2 wäre eben 8. So. Dann, Moment, machen wir das mal wieder weg. Dann gucken wir uns diese Nebulon-Fregatten an. Diese Nebulon-Fregatten, die haben wie gesagt eine stärkere Front- als Seitenbewaffnung. Und die haben tatsächlich auch nur einen roten Würfel auf der Seite. Das ist kein großes Problem, weil die werden ja durch Akbar gebufft auf 3. Aber die haben in der Seite nur ein Schild und insgesamt nur 5 Hüllenpunkte. Sprich, wenn die in der Seite getroffen werden von so einem Sternzerstörer, dann könnten die trotzdem noch relativ schnell kaputt gehen. Insbesondere, wenn die von irgendwelchen Schwadronen noch zusätzlich angegriffen werden. Also dafür, dass sie nur mit der Seite kämpft, sind die mir in der Seite definitiv zu schwach, weil da muss bloß ein Bomber ankommen und der kann mit einer gut platzierten Bombe schon durch eure Schilde durchkommen und euch einen Crit verpassen. Das ist mir eine heikle Angelegenheit und die fahren außerdem nur 3. Also die könnte man nehmen, aber meines Erachtens erfüllen die den Zweck nicht, weil wir, wie gesagt, nur von der Seite kämpfen. So, dann haben wir das vierte Schiff, weil die zwei fallen raus. Die hier sind geeignet, aber relativ teuer. Und dann hätten wir noch die Korvetten. Die Korvette fällt schon mal raus, weil die keine Long-Range-Bewaffnung hat. Aber dann haben wir noch diese Korvette A. Diese Korvette A kostet nur 44 Punkte und hat bereits einen roten Würfel. Das wird mit Admiral Akbar um 200% gebufft, sprich, wir kommen dann auf insgesamt 3 rote Würfel, die auf Long Range benutzen können. Die kosten 44 Punkte, während so ein Sternzerstörer 120 Punkte kostet. Wir können also 3 Korvetten auf einen Sternzerstörer schicken, die dann die ganze Zeit auch flexibel um den herum kreisen. Die können sich auch bei Home Speed noch gut eindrehen, wie ihr das hier oben seht. Die können flexibel um den herum kreisen, vielleicht auch von 2 Seiten, und immer wieder Salven auf den abgeben und auch in Range bleiben aufgrund der hohen Beweglichkeit, die diese Schiffe haben. Und verursachen dabei immer ganz guten Schaden, weil mit 3 roten Würfeln kann man definitiv ein bisschen Schaden anrichten. So ein roter Würfel hat eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn ihr den werft, dass er mindestens einen Schaden verursacht. Und wenn man 3 davon hat, kann man sich sicher sein, dass man da immer mindestens ein bisschen Schaden verursacht. So. Jetzt gucken wir uns da noch kurz den Preis von diesen Korvetten an. Die kosten 44. Wie gesagt, hier drüben konnten wir ungefähr 4 spielen, damit wir noch ein paar Punkte übrig haben. Hier drüben können wir jetzt eine ganze Menge mehr spielen. Wenn wir jetzt ungefähr auf die gleiche Menge gehen wie hier, da könnten wir 7 mal 4 spielen. Da kommen wir dann auf 300 Punkte in Kombination mit Akbar und so. Kommen wir dann insgesamt auf 14 Würfel, die wir mehr durch Aqua bekommen, während wir hier nur 8 Würfel dazu bekommen haben. Also ist die Korvette, denke ich, am besten geeignet für so ein Aqua-Setup, wenn ihr das volle Potenzial von Aqua ausnutzen wollt. So, wir haben jetzt also, keine Ahnung, 6 oder 7 Korvetten spielen, kommen wir dann insgesamt auf eine Firepower von 6 mal 3 sind 18 rote Würfel auf Long Range, was eigentlich nur 6 Stück wären, aber durch Akbar bekommt ihr, wie gesagt, 12 bzw. 14 dazu. Extrem stark wird dieses Setup erst dadurch, dass ihr diese Turbolaser Reroute Circuits nehmt. Das sorgt zwar insgesamt dafür, dass ihr wahrscheinlich eine Korvette weniger benutzen könnt, weil ihr die an alle vergeben müsst, aber das sorgt dafür, dass einer eurer roten Würfel garantiert ein Würfel mit 2 Schaden ist. Wenn wir uns mal den roten Würfel hier anschauen, da gibt es ein Würfelergebnis, was 2 Schaden verursacht. Und wir können, wenn wir dafür einen unserer Evade-Tokens benutzen, einen unserer Evade-Defense-Tokens benutzen, können wir dafür sorgen, dass wir garantiert dieses Würfelergebnis mit 2 Roten bekommen auf einem der 3 Würfel. Sprich, wir machen in jeder unserer Salven mindestens 2 Schaden plus X. Und wenn wir da mit mehreren Salven angreifen, ist uns also garantiert, dass der Sternzerstörer da über ein, zwei Runden hinweg tatsächlich von den kleinen Korvetten zusammengeschossen werden kann, auch wenn die den gleichen Wert haben wie er. Das macht Admiral Akbar einfach so lächerlich stark, weil wenn wir uns überlegen, wenn wir nur einen hätten ohne Akbar, dann könnte das durchaus mal vorkommen, dass der einfach geblockt wird, der eine Schuss, weil ein Schuss wird, keine Ahnung, wenn da irgendein Hindernis dazwischen ist, dann würde ja der eine rote Würfel wegfallen. Und ohne Akbar können wir dann halt einfach nicht mehr angreifen, während wir in Kombination mit Akbar dann immer noch 2 rote Würfel übrig hätten.
Deswegen wird diese Korvette einfach, die eine normale Seitenbewaffnung von 1 hat, mit Akbar zu so einer Assault-Fregatte, die eine Seitenbewaffnung von 3 hat, wenn wir uns allein die Bewaffnung anschauen, die aber tatsächlich gleichzeitig noch beweglicher ist und schneller ist. Also im Grunde genommen sorgt Akbar dafür, dass Schiffe, die sonst nicht gut geeignet wären, um so einen Sternzerstörer zu bekämpfen, tatsächlich zu einer richtigen Anti-Sternzerstörer-Waffe werden, die sich einfach immer schnell auf die Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld anpassen können und auch schnell mal sich an Situationen individuell anpassen können, weil die auch nur ein Command von 1 haben. Du sorgst zwar dafür, dass ihr plus ein Token speichern könnt, aber ihr könnt jede Runde individuell euer Tempo zum Beispiel anpassen oder einen Würfel mehr hinzufügen, indem ihr so ein Concentrated Fire Dial nehmt. Und deswegen sind die meines Erachtens in Kombination mit Akbar eine absolut lächerlich starke Combo, weil der einfach mal den Wert ungefähr verdoppelt von den Korvetten. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, 6 Korvetten spielen wir, die normalerweise einen Wert von ungefähr 40 haben, aber mit Akbar auf einen Wert von 80 angehoben werden. 6 Korvetten mit 80 mit Akbar kombiniert, kosten ungefähr 7 mal 4, 280 Punkte, haben aber dann tatsächlich einen Wert von ungefähr 6 mal 80, also 480 Punkten. Das ist also einfach eine lächerliche Kombo und ich weiß halt auch nicht, wie man das als Imperiumsspieler wirklich countern möchte. Also es gibt als Imperiumsspieler so ein paar Sachen, die Möglichkeit eröffnen, sowas zu countern, indem man zum Beispiel die Mobilität einschränkt, indem man so einen Traktorstrahl oder sowas benutzt. Aber ich sehe halt auch nicht, wie das auf Dauer effektiv sein kann, weil ihr könnt den Traktorstrahl halt immer nur auf ein Schiff oder auf zwei Schiffe benutzen, die halt gerade in Range sind. Wenn ihr einfach 6 Korvetten oder 5 Korvetten spielt, dann hat er nicht die Möglichkeit, das auf alle anzuwenden. Und selbst wenn, dann könnt ihr in jeder Runde einfach mit einem Navigate-Token euren Speed wieder erhöhen. Also die Imperium-Spieler müssen sich wirklich was überlegen, wenn die gegen so eine Akbar-Flotte antreten, dass sie da irgendeine Chance haben. Weil die haben einfach überlegene Feuerkraft, weil die mehr Punkte ins Feld führen können dank diesem Akbar. Die haben überlegene Beweglichkeit und einfach überlegene Schiffsanzahl, was ja auch bei der Initiative noch eine große Rolle spielt. Genau. Das jetzt quasi so ein bisschen zu Admiral Akbar. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt in den vergangenen Wochen schon ein paar Runden gemacht habe und immer wenn ich Akbar gespielt habe, habe ich halt einfach gewonnen. Das liegt nicht daran, dass ich besonders toll spiele, im Gegenteil. Ich habe auch da den einen oder anderen Fehler eingebaut. Aber es führt halt einfach dazu, dass dadurch, dass ihr durch Akbar so einen schieren Punktevorteil hat, weil das so eine kleine Korvette einfach zu einem größeren Schiff bufft von der Bewaffnung her, ihr überlegene Feuerkraft hat, mit der das Imperium einfach niemals mithalten kann. Genau. Ich werde in kommenden Videos noch ein bisschen was zu den anderen Admirälen sagen, die Rebellen zu bieten haben, aber das soll es zu dem Video erstmal gewesen sein.